Herzlich willkommen zum 10. Teil unserer 12-teiligen Serie Die größten Fehler im Verkaufsgespräch und im Verkaufsprozess. Heute geht es um die Abschlussfragen. Stell dir einfach mal vor, du lernst jemanden kennen, möchtest vielleicht dich verloben, verheiraten, aber keiner traut sich tatsächlich, die Frage zu stellen. Es ist unwahrscheinlich, dass es zu einer Eheschließung kommt und das Gleiche gilt auch im Verkaufsgespräch. Also irgendwann gilt es auch tatsächlich, eine Frage zu stellen. Nur die meisten haben vielleicht Angst vor Ablehnung, vor einem Nein und trauen sich vielleicht, diese Frage nicht zu stellen. Nur wenn du zu den Menschen gehören solltest, die Angst haben vor Ablehnung, Angst haben vor einem Nein, nun dann bleibt dir eigentlich nur ein Beruf, nämlich der des Standesbeamten. Der kriegt hoffentlich immer ein Ja. Das war natürlich nur ein Scherz, denn du willst ja dein Unternehmen gründen und du brauchst Abschlüsse, du brauchst Aufträge. Ja, es gibt auf der einen Seite die Webseite, die Landingpage, den Shop, wo einfach nur ein Button geklickt wird. Aber vielleicht rufen die Kunden an und vielleicht gibt es andere Dinge, wo du Verkaufsgespräche führen musst, Abschlussgespräche führen musst, sei es mit einem Lieferanten, Mitarbeiter oder Geschäftspartner. Also mach dir Gedanken darüber, was Abschlussfragen sind, was diese unterscheidet von der normalen Frage, kannst du mir bitte mal ein Glas Wasser geben? Hier gibt es mich ganz verschiedene unterschiedliche Strategien, Fragearten, Fragetechniken. Über 27 verschiedene Fragearten gibt es. Und ich zeige dir nur ein, zwei Beispiele, um dich ein wenig neugierig zu machen auf Neues. Es gibt zum Beispiel die expliziten und impliziten Fragestellungen für einen Abschluss. Möchtest du ganz explizit fragen, wollen Sie das Produkt kaufen, ja oder nein? Dann kannst du das machen. Allerdings ist diese explizite Frage eine sogenannte geschlossene Frage. Der andere kann nur Ja oder Nein sagen. Das heißt, das Nein ist zu 50% möglich, alleine durch deine Fragestellung. Deshalb gibt es auf der anderen Seite die impliziten Fragestellungen. Also eine Frage, wo schon bereits der Kaufabschluss an sich vorweggenommen ist. So würde der Verkäufer dann fragen, möchten Sie gerne die Vase mitnehmen oder soll ich sie vorher noch einpacken? Bei dieser Fragestellung ist egal, was der andere antwortet, der Kaufabschluss ist bereits getroffen. Und hier gilt es natürlich, diese schmale Grenze sauber zu gehen zwischen Manipulation und dem anderen über den Tisch ziehen, also ihn zu etwas zu bewegen, was er gar nicht will, auf der anderen Seite ihm aber auch dabei zu helfen. Denn ein Verkäufer, ein Berater, ein Dienstleister, der diese Kaufabschlussfrage nicht stellt, nun, der tut auch dem Kundeninteressenten keinen wirklichen Gefallen, wenn es sich zum Beispiel einen unsicheren, einen schüchternen Kandidaten handelt oder jemand, der sowohl Ja als auch Nein in der Balance hält. Hier kann es helfen, tatsächlich diese Frage zu stellen, damit der nächste Schritt gegangen werden kann, nämlich das Problem des Kunden zu lösen. Also explizit, implizit, offene Fragen, geschlossene Fragen, steuernde Fragen, kybernetische Fragen. Es gibt so viele Fragearten und wenn dir das fast alles nicht sagt oder du die 27 verschiedenen Fragenarten und Techniken nicht kennst, dann solltest du dich darauf vorbereiten, denn diese Kommunikationstechniken, diese wertvollen Werkzeuge, diese Tools, die helfen dir, deine Quote zu verbessern. Und du kannst es kurz ausrechnen, was das bedeutet. Wenn du beispielsweise aus 100 Besuchern deines Webshops oder deiner Landingpage, die sich konvertieren zu Leads, dann tatsächlich mit einer Quote von 100 zu 1 einen Abschluss machst, nun, dann hast du vielleicht beim durchschnittlichen Umsatzvolumen, sagen wir mal von 1.000 Euro, aus 100 Leads 1.000 Euro Umsatz gemacht. Wenn du aber deine ziemlich schlechte Quote von 100 zu 1 nur reduzieren würdest auf 10 zu 1, was immer noch nicht so wirklich gut ist, dann hast du alleine deinen Umsatz verzehnfacht auf 10.000 Euro. Und wenn du weiter daran arbeitest, auf 5 zu 1 kommst, nun, dann wirst du nochmal dein Gesamtabschlussvolumen verdoppeln, in dem Fall auf 20.000 Euro. Und gute Quoten, das sind 4 zu 1, 3 zu 1, was es gar nicht gibt, ist 1 zu 1, also jeder Interessent wird ein Kunde. Also von daher arbeite an deinen Leitfäden, aber arbeite auch an diesen wertvollen Grenzen, an diesen Punkten, wo Entscheidungen getroffen werden müssen. Bereite dich davor, mach es dir leicht, mach es auch deinem Interessenten leicht, hier eine Entscheidung zu treffen. Und denk dran, dass zum Service, zum Abschluss nicht nur deine Fragetechniken, sondern vielleicht auch deine Kommunikation allgemein hilfreich sind. Eine Paraphrase. Alles zu wiederholen, was der Kunde, was der Interessent gesagt hat, welche Probleme er hat, welche Lösungen er sich wünscht, welche Erfahrungen er hat und dass er sich entscheiden würde, wenn das und das alles gegeben ist. Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie aus diesen Beweggründen, wenn das gegeben ist und diese Probleme ausgeschlossen sind und diese Preise und diese Lieferzeiten eingehalten sind, dass Sie sich dann für einen Kauf entscheiden können?
Das fällt dem anderen leichter, dann zuzustimmen, wenn er eine Paraphrase sagt. Und wenn er Nein sagt, dann hat er nicht zum Verkauf Nein gesagt, sondern es geht um weitere Bedingungen, die noch erfüllt sein müssen, damit er sich entscheiden kann. Und wenn du die aufschreibst und fragst, wenn ich diese drei Probleme gelöst habe, habe ich es richtig verstanden, dann könnten sie sich für einen Auftrag entscheiden. Und wenn er dann Ja sagt, kann sie Probleme liefern. Und damit ist der Vorvertrag schon vorher verbal geschlossen. Abschlussfragen lernst du nicht in der Schule, selten in deinem Elternhaus, wenn das nicht Unternehmer oder Verkäufer sind. Auch die meisten Berufsausbildungen, die bieten sowas nicht an. Auf der anderen Seite ist das theoretische Wissen, also nur das Anhören, was wir heute gemacht haben, auch nur eine Sache. Das Zweite ist, es muss nicht nur in dein Gehirn hineingehen, denn das ist ein anderer Teil des Gehirns, sondern es muss aus dem Gehirn herausgehen. Es muss internalisiert werden, es muss eingeprägt werden, es muss geübt werden. Übung macht den Meister, auch im Verkaufen, auch in Abschlussfragen. Deshalb lade ich dich ein, gerne jetzt Gebrauch zu machen, auch von einem kostenfreien Erstgespräch. Denn unsere Berater sind nicht nur spezialisiert auf Finanz- und Businesspläne oder Marketing oder Finanzierung, sondern wir haben auch Spezialisten, die nichts anderes machen als Verkaufstraining, Pitch-Deck-Training, Überzeugungstraining und dazu gehört auch Abschlusstraining. Den Link dazu findest du unterhalb des Videos und buche gerne den Kanal, like das Video, dann wirst du auch informiert, wenn es den nächsten Teil gibt. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und viel Erfolg bei deinem Abschlussfragetraining. Dein Daniel Schäfer.